Lieben, herzlich, hey meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe meine Grundlage schon, muss immer husten. Meine Grundlage hier, bin ich ganz so glücklich, aber das soll uns nicht im Wege stehen. Ich werde natürlich nicht darauf bewerten, wie sie jetzt auf meiner Haut liegt oder sowas, sondern einfach nur, wie die Pigmentierung ist, um was es hier überhaupt geht. Das geht natürlich um die Ofra Pro Palette hier. Es haben sich zwei Mädels gewünscht und ich wollte sie selber mal testen, denn ich habe sie noch gar nicht angefasst und sie liegt schon fast 1,5 Monate bei mir, anzumerken, weil ich einfach noch keine First Impression. Ich wollte erst den Haul hochladen. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr Mädels euch dafür interessiert. Heute ist Muttertag und ich möchte besonders gut aussehen. Nein, ich will immer gut aussehen. Wir haben noch nicht gefrühstückt oder sonst was, aber Mutti braucht ein Gesicht. Die Mutter am Muttertag braucht ein Gesicht. Ich habe, wie gesagt, meine Augenbrauen, mein Primer, mein Concealer. Ich sehe gerade, wie dunkel der eigentlich ist. Ich werde euch alle Produkte in die Infobox schreiben, was ich so derzeitig auf meinen Face trage. Und ja, genau. Wir fangen auch an. Ich habe nicht gesettet, keine Puderprodukte. Das geht hier um die Palette Boho Palette. Boho? Ja. Die fühlt sich sehr, sehr schwer an. Man kann es echt fast nicht glauben. Kommt so daher. Dann ist hier ein Spiegel. Ein relativ normaler Spiegel, wo man sich gut angucken kann. Der ist sehr, sehr klar. Also ist auch sauber, ne? Dann kann man die Palette auch umklappen. Und hier ist dann so eine Folie noch drauf, was ich sehr gut finde, weil es eben den Spiegel nicht schmutzig macht. Das Teil ist etwas schmutzig, aber jetzt auch nicht der Rede wert. Dann kommen hier zwei Highlighter, ein Bronzer, drei Gesichtspuder, zwei Augenbrauenfarben, glaube ich. Genau, hier ist ein Banana Powder noch, eben wie gesagt dann der Rodeo Drive. Und dann ist da noch der Blissful, der auch sehr, sehr schön ist, muss ich sagen. Und dann haben wir noch 6 Lidschatten, aber man kann ja die Palette so benutzen, wie man möchte, denke ich mal. Von daher werden wir jetzt einfach versuchen, einen Look damit zu kreieren. Ich gehe jetzt erstmal mit einem so, er ist schon festgebunden, wenn man ihn festgebunden haben möchte, aber man kann ihn ganz präzise unterm Auge auftragen. Da werde ich zu dem Banana Powder greifen und zwar sieht der so aus. Dann gehe ich jetzt einfach mal rein. Diese Palette ist nicht sehr günstig, aber man kann einfach diese Ofra Sachen gut ausprobieren. Und ich bin auch nicht der Typ, der gerne Banana Powder aufträgt, weil ich finde einfach, das sieht scheiße aus bei mir. Es ist eher was für dunkle Hauttypen. Ich sehe damit immer ein bisschen, das Banana Powder muss eigentlich fast schon schier sein. Deswegen, ja. Und mein Concealer war relativ dunkel, deswegen sieht das ein bisschen dunkel aus. Ich sehe gerade, da ist gar kein Puder dabei für mein ganzes Gesicht. Das macht nichts. Ich benutze mal das Manhattan Puder. Damit fühle ich mich echt wohl. Das benutze ich gerade für meine Foundation Reviews und das macht echt einen tollen Eindruck. Also jede Foundation, die ich jetzt bisher damit fixiert habe, sah echt toll aus. Das hat so einen richtig schönen Weichzeichner-Effekt. Wirklich zum Empfehlen. Dieses Puder hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, meine Haut ist irgendwie so unrein geworden. Hier versuche ich einfach mal das Gelb auszugleichen. Das Gelb würde ich tatsächlich für eine Transition Color benutzen oder um die Lider zu fixieren. Da hatte ich noch gar nichts benutzt. Ja, dann ist hier ein wunderschöner Bronzer dabei, den wir natürlich auch benutzen werden. Das ist ein Riesenteil. Damit gehe ich auch mit meinem Riesenpinsel von BH Cosmetics mal rein und trage mir den so ein bisschen auf. Der ist sehr gut pigmentiert. Spiegel gleich kaputt. Ja, da war gerade, sind die ganzen Pigmente flöten gegangen, aber ich baue lieber ein bisschen auf, wie wenn ich zu viel habe. Könnt ihr das erkennen? So ein bisschen schöne Farbe.
Wirklich nicht zu orangestichig und nicht zu aschig. Das mag ich echt gerne. Und leider habe ich kein Hatice Bronzer bekommen. Aber ja. Ich meine, ich habe genug Bronzer. Ich traue dem jetzt nicht so nach. Leider. Leid, nein. Also, das heißt, hätte ich ihn bekommen, wäre es ganz schön. Habe ich ihn jetzt nicht. Pech. Vielleicht kommt er irgendwann im Standardsortiment und dann gönne ich ihn mir. Ich würde tatsächlich, wie gesagt, diese zwei Farben für die Augenbrauen benutzen. Ich weiß nicht, ob das Augenbrauenprodukte sind. Dark und French Mocha sind das. Aber ich vermute ja schon. Also ich vermute ganz stark, dass das eigentlich für die Augenbrauen ist. Aber hier steht nichts. Ja, wir werden es einfach so benutzen, wie wir es wollen. Und ich will das für meine Augenbrauen zum Setten benutzen. Also gerade für den hinteren Teil kann ich mir sehr gut den helleren Ton vorstellen. Das ist nicht Dark, sondern Bark heißt das. French Mocha. Ich muss ja umdenken. Wir benutzen den helleren halt. Den hier. Und da gehe ich mit so einem abgeschrägten Pinsel mal rein und es hätte einfach nur den hinteren Teil. Ich finde, da wo ich am wenigsten Haare habe, macht das irgendwie mehr aus. Ich finde es halt einfach schöner. Diese Palette kostet auf manchen Seiten 70 bis 100 Euro, habe ich gesehen. Ich habe nämlich danach gesucht gehabt und auf ein paar Seiten ist die echt teuer. Ich habe jetzt 46 Euro oder sowas dazu gezahlt. Ich kann ja mal gucken, ob ich die Rechnung noch finde oder online mal gucke, was sie dort kostet. Und dann noch mit diesen 20%. Und ich habe 20% bei Daisy eingegeben. Daisy 20. Und somit habe ich es bekommen. Also, das ist auch Sarah Isabel heißt sie. Sarah Isabel, genau. Sarah Isabel. Ich habe keine Ahnung, sie sagt immer, ich kann es mir nie merken. Ich finde, meine untere Augenpartie wirkt einfach nicht aufgehellt, sondern ziemlich dunkel. Und ich bin ein mittlerer Hauttyp. Also, wenn man so von meinem Körper ausgeht, bin ich immer relativ dunkel. Meine Mama ist immer erstaunt. Ich komme da nach meinem Vater, sagt sie immer. Oder bin nach meinem, oder bin, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall so. Dann hätten wir das schon mal. Und ich finde das echt schön. Also ich mag das total, wenn die Augenbrauen hinten schön angemalt ist mit, ja, mit Puderprodukten. Und ich habe überall Glitzerpartikel von meinem Sohn. Der hat mir was zum Muttertag gebastelt im Kindergarten. Und er hat tatsächlich mit seinen 3,5 Jahren heute daran gedacht, es mir selber zu geben. Ich war so geschockt und so verliebt. Oh, Kinder können echt ganz, ganz toll sein. Also das muss ja nichts. Es sind so die Kleinigkeiten, die einen natürlich glücklich machen. Natürlich auch große Kleinigkeiten. Groß-Kleine. Okay, wir machen erstmal Blush drauf. Da benutze ich mal einen fluffigen Pinsel. Den werdet ihr wahrscheinlich auch alle in der Sammlung haben. Wahrscheinlich die meisten haben den. Ich benutze den eigentlich super gerne für Puderprodukte, weil ich finde, mein Wangenbereich ist gar nicht so groß, um damit zu arbeiten. Aber man kann doch ziemlich punktuell. Und ich dachte, wenn die Pigmentation so gut ist, dann werden wir es austesten. Ich gehe in diesen helleren Ton rein. Den finde ich schöner. Das andere ist so wie so ein Bronzer oder so ein Bronzing. Ich bin auch, gehe natürlich da rein, wo ich ihm gesagt habe, es sieht aus wie ein Bronzer. Und da gehe ich natürlich rein. Also wirklich gut pigmentiert. Es ist ein Full Face Look eigentlich mit dieser Palette. Man kann die Augenbrauen machen. Ich mag es natürlich lieber. Ich mache das mit einem Stift vor und ziehe halt den hinteren Teil mit dem Puder nach und auch den vorderen Teil. Ich finde, das hält einfach länger, sieht schöner aus. Es gefällt mir einfach und es glänzt nicht so von diesem Stift. Näuschen. Ja, meine Foundation hat sich gerade ein bisschen abgerieben. Ich finde, das sind zwei schöne Produkte. Mit dem Augenbrauen. Kann man mal machen. Ja. Zum Highlighter kommen wir zum Schluss, oder? Also, wir machen jetzt mal kurz die Augen und dann komme ich wieder. So, meine Süßen, ich habe jetzt mal mein Gesicht ein bisschen fixiert, damit der Highlighter einfach schöner liegt. Ich habe keine Ahnung, weil später mache ich Mascara dran und dann vergesse ich das wieder zu setten. Ich sette dann nochmal, aber damit einfach die
Grundlage für unser tollen Highlight, weil Ofra ist ja eigentlich bekannt, glaube ich, durch ihre Highlighter und es hat mich auch wahnsinnig angemacht. Aber für einen Highlighter 30 Euro auszugeben, was er kostet, ne, in so einem großen Pen, bin ich einfach nicht bereit. Dann, ich weiß nicht, ob Ofra eher im High-End-Bereich ist oder was sie für eine Marke ist, in welchem Bereich. Ich finde von den Preisen her definitiv im High-End-Bereich. Aber ja, nicht jeder möchte halt für einen Highlighter 30 Euro. Ich bin auch nicht bereit. Also diese Palette war wesentlich günstiger dann so gesehen. Ich weiß nicht, wo. Ich gucke nachher online und schreibe es euch einfach hier hin, was ich für diese Palette bezahlt habe. Weil dann kann man sich das ausrechnen und gucken, ja, ist das was für mich? Ich habe hier Augenbrauenprodukte. Es könnte eine Reisepalette sein. Von daher sind tolle Töne drin und wir fangen auch direkt an mit unserem Look. Ich habe meine Lidschattenbase nicht gesettet, weil ich finde, es sollte einfach ja, alles rauszuholen sein, was rauszuholen ist. Mein Pinsel eiert da so irgendwie in der Ding rum. Ich benutze einen BH Cosmetics Pinsel Vegan 5, ist das, glaube ich. Ja. V5. Ich zeige euch den. Den mache ich gerade. Mach ich Mal bei hier dem sauber. geht's, wie gesagt, Echthaare würde ich damit nicht sauber machen. So. So sieht es aus. Ein relativ fluffiger Pinsel. Und ich möchte in dieses Orange rein. Und das verblende ich dann erstmal. Oh, sehr, 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 sehr pigmentiert. Das im Pen schon rumzueiern. Ich habe sogar Sommersprossen oder Altersflecken, je nachdem, wie man es sehen will, auf meinen Augenlidern. Deswegen gleiche ich es eigentlich immer gerne aus. Aber wir gucken mal, ob wir einen schönen alltagstauglichen Look schminken können. Ich kann auch mal probieren, mit ihr noch einen Look zu zaubern, ne? Dann kann ich euch einfach schon mal ja, ob sich das überhaupt lohnt. Ich meine, ich weiß es nicht, aber angepriesen ist sie ja als für 70 Euro bis 100. Also ihr seht, die Pigmentierung ist richtig gut. Lässt sich wie Butter ausblenden. So richtig schöne Pigmentierung verschwindet so in einem. Klar, ich habe meine Lidschattenbase nicht gesettet, aber das mache ich ja oftmals nicht. Von daher. So, dann möchte ich ein bisschen meine Lidfalte definieren und ein bisschen auch, das ganze Glitzer fliegt noch rum, ein bisschen dunkler schminken. Heute gibt es einfach ein Alltags-Make-up, weil ich finde, warum sollte ich mir so eine Palette kaufen, um nur dunkle Töne, also nur dunkle Augen-Make-ups zu machen? Nein. Ich wünsche übrigens allen Müttern alles, alles, alles Liebe zum Muttertag. Habe ich das vorher gesagt? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich hoffe, ich schaffe das Video wenigstens heute Abend hochzuladen und ja, euch damit glücklich zu machen, einfach mal euch zu gratulieren. Ihr seid klasse, weiter so, wir sind Frauenpower und Gedöns. Ja, ich gehe hier in diesen Ton rein. Hier, das ist so ein schönes dunkles Rot, ja, eher so ein Rotbraun. Also es geht schon in die wärmere Richtung. Ich hoffe, der kommt auch so raus und trage ihn mir mal einfach hier so hinten auf. Die sind sehr, sehr gut pigmentiert und es gefällt mir wirklich, mit Lidschatten zu arbeiten, wo ich genau weiß, okay, ich trage sie einmal auf, kann sie super verblenden und brauche da nicht ewig eine Mühe zu machen. Bisher ist mir auch nichts runtergefallen, also nö, nichts runtergefallen, nichts runtergebröckelt und das ist für mich Schminken und was ich an Schminken halt eben liebe, wenn einfach Produkte funktionieren und ich nicht ewig rummachen muss, ne? Das ist wirklich etwas, was ich bevorzuge natürlich. Ich behalte auch Paletten, wo ich ein bisschen Mühe habe, aber die Farben schön finde. Aber das werde ich dann auch immer dazu sagen, dass man da einfach ein bisschen mehr aufbauen muss und sowas. Also ich finde gerade, einfach schön. Ich muss mal meine Lider auch fallen lassen, damit ich gucken kann, weil ich ja Schluppis habe. Also Schluppers habe ich auch, aber ich meinte Schlupflider. Sonst frisst mein ganzes Auge das Dunkle. Ja, dann gehe ich mit so einem ganz kleinen 506er-M-Pinsel nochmal in das Dunkle und tue das nochmal so ein bisschen, ja, über die Lidfalte geben und so ein bisschen ins äußere V. Den Highlighter wollte ich einfach zum Schluss aufheben, ist einfach so.
Okay, ich habe meine Lider so, denke ich, ein bisschen ausgeglichen. Ich hoffe, das erkennt man. Die Farben kommen sehr, sehr gut raus und es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wo ist mein Pinsel, den ich gerade zum... ich gehe natürlich in den Pinsel nochmal. Also ich habe kein Produkt aufgenommen, aber... Ups. Ich benutze den Pinsel, wo ich einfach das Orange schon aufgetragen habe, um einfach alles miteinander nochmal zu verschmilzen. Das mache ich generell so, auch außerhalb der Kamera. Das mache ich einfach. Ist einfach so. Ja, und ich bevorzuge immer noch diese klassischen Augen-Make-ups, auch wenn ich manchmal eine Cut-Crease mache. Die sieht auch toll aus. Aber so wirklich für den Alltag finde ich, wenn vorne hell ist, hinten dunkel, einfach besser. Das mag ich einfach persönlich und das wird sich, denke ich, auch nicht ändern. Auf meinen beweglichen Lid wollte ich eine Lidschattenfarbe auftragen. Also ich kann euch nochmal zeigen, es krümelt schon etwas. Seht ihr das? Hier, aber man kann da einfach reinpusten und gut ist. Ja, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich glaube, ich nehme zwei Farben und zwar einmal hier dieses und einmal das da drunter. Oder so diagonal. Ich glaube, ich benutze, ich sag euch gleich welchen. Entweder den hier, den oder den. Ich bin mir noch nicht sicher, welchen schimmernden Ton ich auftragen möchte. Aber auch wenn ich jetzt einfach einen matten Lidschatten nehmen würde und es auftragen würde, würde das auch, denke ich, gut harmonieren. Meine Nase sieht so furchtbar aus, aber das liegt an der Foundation und es hat sich nicht so gut auftragen lassen heute. Keine Ahnung, gibt es manchmal so Tage? Lidschattenpinsel. Okay. Ich benutze meinen W7-Pinsel, den ich über alles liebe für so Geschichten. Das ist ein bisschen frisch gewaschen aus der Reinigung. Ja, okay, wir tragen erstmal hier auf die Mitte was auf. Und zwar gehe ich da eben in diesen helleren Ton rein. In den hier. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Ton. So ein, ja, Bronze. Leckum, hier ist das gut pigmentiert. Wirklich sehr, sehr schön. Hammer, hammer, hammer. Ja, ich liebe diese Palette, glaube ich, jetzt schon. Ja. Ihr wisst ja, ich bin auch ehrlich, ich habe das auch vom eigenen Geld bezahlt. Und ich würde euch sagen, wenn ich es nicht mag. Ich werde auch natürlich in die Infobox dann auch schreiben, heute Abend. Ich denke, dass ich es erst heute Abend mache. Dieses Video auch hochladen. Aber dass ihr einfach Bescheid wisst, ob das auch lange gehalten hat. Manchmal sind diese butterweichen Lidschatten einfach in der, nicht in der Lage, auf dem Lid zu bleiben und verkriechen sich dann trotzdem in die Lidfalte. Kann passieren, muss aber nicht. Und dann trage ich mir, ich kann mich gar nicht so entscheiden, doch, ich habe mich jetzt entschieden, ich trage diesen hier auf. Das ist so ein, ja, ein dunkelrot Kupfer. Von der Formulierung sehr interessant. Den trage ich einfach hier hinten nochmal auf und tue das ein bisschen verblenden. Ich durfte heute Morgen schon meinem Sohn hier die Tututbahn wieder aufbauen. Habe ich ihm gestern schon versprochen gehabt, sonst wäre er nicht ins Bett gegangen. Hat er vorletztes Jahr zu Weihnachten bekommen. Dann hat er gesagt, er will das nicht mehr dieses Jahr. Er will was von Cars oder so. Und dann habe ich gesagt, nee. Okay, dann verkaufe ich sie. Und vor ein paar Tagen hat er dann gesagt, nein, nicht verkaufen, ich will das noch. Es war so süß. Aber gut. Ich gehe in diesen goldenen, das ist Rodeo Drive. Highlighter rein mit so einem, ja, Concealer-Pinsel eigentlich. Und trage mir den als Highlighter auf. Ich glaube, der ist nämlich ein bisschen heller als, also so goldener und denke ich, dass es ganz gut passt. Und ich muss sagen, diese Farben gehen so ineinander, ohne dass man sieht, dass es einen Übergang gibt. Das liebe ich an Make-up. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Fetischist, was Lidschattenpaletten angeht. Und seit Jahren. Ja.
Hier hat was gekrümelt, sehe ich gerade. Und der Gold, also die schimmernden Töne haben ein bisschen gekrümelt. Weiß nicht, ob ich das einfangen kann. Und hier auch. Hier ist irgendwas Größeres runtergefallen, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Ja, aber ließ sich jetzt ganz gut wegmachen. Also ohne das, was geblieben ist. Ja. Ja, meine Haut sieht so alt aus gerade. Pfui Deivel. Oh ja. Wir können aber zum Abschluss, damit wir so ein bisschen alles ineinander blenden, können wir nochmal diesen ja, gelblichen Ton nehmen, bisschen ausklopfen und hier unten an der Augenbrauen lang gehen, damit alle Töne ineinander schmilzen. Also lieber gut abklopfen, nicht, dass ihr dann so einen gelben Fleck habt. Oh, ich liebe diese Lidschattenpalette. Wirklich, das ist so ein richtiger Sommerlook. Dann trage ich mir am unteren Wimpernkranz was auf. Und da gehe ich auch nach dem Schema dunkel und hell. Ich fange auch gleich mit dem dunklen Ton an. Und trage ihn mir. Schaut mal, was ich für einen wunderbaren alten Spiegel habe. Und hier. Ja, wo man günstig Klamotten und so kaufen kann, haben wir den vor. Nee, so lange habe ich den gar nicht. Ich erzähle euch gerade Quatsch. Vielleicht so 10 Jahre, ja, 10 Jahre. Und den hatte ich immer bei meiner Mutter. Und dann habe ich YouTube-Videos angefangen, habe gesagt, Mama, den nehme ich mit. Den brauche ich. Wunderschön. Oh, ich liebe diesen Farbverlauf. Seht ihr das? Dieses, ich weiß es nicht, ob die Kamera das rüberbringen kann, was ich hier so sehe. Aber ich mag das sehr, sehr gerne. Es ist eine schöne, warme, wirklich eine warme Palette. Ich würde nicht sagen kühl. Ich würde eher warm sagen. Und ich trage mir auch die zwei Highlighter, denke ich, auf. Was ich jetzt mache, ich ziehe mir einfach einen Lidstrich, einfach einen stinknormalen Lidstrich und dann hole ich euch nochmal dazu, um zu checken, wie es aussieht. So, meine Lieben, ich habe einen Lidstrich gezogen. Ich habe ihn leicht verkackt, wie man sieht, aber das bleibt jetzt so, wie es halt eben ist. Und ich muss sagen, mir gefällt dieses Augen-Make-up wunder, wunder, wunder hübsch, finde ich das wirklich. Richtig alltagstauglich und doch was Nettes. Man kann es natürlich verdunkeln, noch dunkler machen, noch intensiver. Und dann ist es ein Abend-Make-up. Ich finde, das ist so ein wandelbares Make-up. Und ja, ich möchte nochmal den Blissful auftragen. Und zwar möchte ich den Bliss, also das, nee, Rodeo Drive ist das. Rodeo. Rodeo Drive. Und den möchte ich mir in Innenwinkel aber nochmal intensivieren. Wir testen das jetzt erst am einem Auge aus, wie intensiv der dann wird. Und ziehe ihn so ein bisschen, ja, darüber. Seht ihr das? Also es wird schon leicht intensiv. So, dass wir das einfach highlighten, weil ich habe heute keinen Korrektor benutzt. Ich habe hier leicht lila Augenschatten, aber mein Make-up leuchtet und das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann, ja, genau. Highlighten tue ich am liebsten, habe ich da so zwei Pinsel, die ich wahnsinnig gerne benutze. Einmal ist es der von BH Cosmetics und einmal von Zoeva. Das ist die 103, nee, 134 Lux Powder Fusion. Das ist ja so ein. Da passt. Das sind von der Größe her sind die identisch. Ich werde jetzt erstmal den von BH Cosmetics mal sauber machen. Und trage den mit einem synthetischen Pinsel mal auf. Ich denke, dass das ja das Beste ist, weil den kann ich jetzt sauber machen und dann können wir ein und dasselbe testen. Sauber. Ich trage zuerst Rodeo Drive auf. Es tut mir leid, wenn ich es nicht richtig ausspreche, aber so ist das nun mal. Da kommt ordentlich Produkt rüber und ra also drauf. Hallo, Fuchs, hier nicht mein Gesicht. Und jetzt kommt der Moment.
Diese Palette ist schon schwer. Jetzt kommt der Moment. Ich liebe Highlighter. Leuchte, leuchte. Ich ziehe den aber nicht so. Ja, hier habe ich so einen unterirdischen Pickel. Natürlich betont ist das. Das macht doch fast jeder Highlighter. So gigantische, unterirdische Sachen. Mir geht es einfach darum, ich mag nicht Highlighter, die meine Poren so betonen. Ich kann jetzt gar nicht so gucken, wie ich gerne wollte. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr. Und ich trage meinen Highlighter immer so großzügig auf, weil ich es einfach schöner finde, wenn es keine harten Kanten gibt und sich das so Produkt ineinander blenden lässt. Aber Hammer! Das war, und jetzt Blissful. Da bin ich Blissful. Das ist so ein bisschen rosastichiger, wie ich finde. Mich hat auch der NYX Tutorials Highlighter mit dem blauen Stift angemacht. Vielleicht werde ich den mal irgendwann zulegen. Auch der gibt ordentlich Produkt ab. Jetzt gucke ich, dass ich da bin. Oh mein Gott. Der ist noch ein bisschen besser pigmentiert. Oh fuck. Ja, ich habe hier irgendwie eine Narbe, wenn ihr das sehen könnt. Und da auch. Das hätte ich auslassen sollen. Ja, der ist sehr, sehr stark. Pressen das da einfach mal rein. Auch da habe ich nur so unrein, also so unterirdische, muss mal wieder meine Haut reinigen. Ja, die Foundation auf meiner Nase sitzt heute überhaupt nicht, aber das ist, ja, wir machen jetzt nichts Großartiges. Vielleicht gehe ich mit Full Face und Glow. Oh, Gloria! So fühle ich mich gerade irgendwie. Ich, ja, also wir. Da kann doch Bäcker abstinken. Das stinkt doch gewaltig. Also Ofra haut da jeden einfach mal. Ich finde den etwas dezenter. Natürlich Blissful haut wirklich auf die Kacke. Hi, ihr Lieben. Kommen wir zum Fazit zu dieser Palette. Ich habe gerade geguckt. Die kostet 50 Euro. Neu. Ich finde, für 50 Euro ist sie abermals das Geld wert. Wenn ihr dann noch 20% habt, dann zahlt ihr nur noch 40. Und für 40 ist es zu empfehlen. Also ihr zahlt 40 Euro, oder? 50, dann ja, wir können da hinkommen. Also 49,95. Ich finde, es macht ein tolles Augen-Make-up. Das schafft auch eine Essence-Palette, sage ich mal. Hier ist wirklich ein, mein Freund sieht zwar keinen Unterschied, ich sehe schon eins, dass das viel, viel stärker ist, wenn man so guckt. Natürlich. Je stärker ein Highlighter ist, finde ich, je mehr betont es auch so die einzelnen Fältchen. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. Ich sehe nicht, ob ihr das seht. Aber so im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dieser Palette. Sie ist wirklich gut pigmentiert. Ihr bekommt wirklich viel für euer Geld. Ich finde, ihr kriegt einen Full-Size an Bronzer. Ich glaube, da sind 10 Gramm drin. Ja, 10 Gramm. Und genauso im Blissful. Nee, Rodeo Dry. Rodeo Drive, es sind 10 Gramm Highlighter. Entschuldigt, wann wollt ihr das bitte aufbrauchen? Ihr bekommt zwei wundervolle Augenbrauenprodukte. Klar kann man das auch in der Drogerie kaufen oder einfach einen einzelnen Lidschatten nehmen. Ich habe hier auch einen, wo ich immer mal wieder meine Augenbrauen mit ausfülle. Die Farben sind wunderschön, gut pigmentiert. Ihr habt wirklich lange was von dieser Palette. Wie gesagt, 50 Euro ist viel Geld, aber ihr könnt ein Full Face, ihr könnt diese Palette mitnehmen und ihr seid ausgestattet. Ihr braucht nur noch ein Puder, Wimperntusche und a to go. Also, was braucht ihr mehr? Ich glaube, Wimperntusche, ja. Foundation, na klar, so Grundlage. Aber ihr habt Bronzer, ihr habt zwei Blushes, ihr habt auch noch zwei Blushes, ne? Zwei Blushes. Ein Banana Powder kann man aber auch lieber als Lidschatten benutzen. Zwei wunderbare Highlighter, wie ich finde. Dann habt ihr wirklich sechs oder wie auch ihr wollt, paar Lidschatten. Ihr könnt ja auch das als Lidschatten nutzen, das hier als Lidschatten. Also wirklich eine tolle, tolle Palette, die ich euch wirklich ans Herz legen kann. Ihr habt selber gesehen, wenn ihr Interesse an ihr habt, ich kann sie euch wirklich ans Herz legen. Sie funktioniert, sie hat mich glücklich gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Look.
Ich finde, das ist so ein richtiger Sommer, ja, ein richtiger Sommer-Frühlings-Look, weil man einfach mit etwas Farbe was gemacht hat. Man kann es natürlich auch im Winter tragen, ist egal. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr glossy, sehr, sehr schön. Ja. Und wie gesagt, ihr findet alle Produkte in der Infobox. Das werde ich jetzt pflegen. Absolute Empfehlung, diese Palette. Also mein Herz hat es auf jeden Fall ein Däumchen nach oben. Wirklich eine ganz, ganz tolle Palette. Ich werde mir von Ofra noch den Niki Tutorials Highlighter mit diesem blauen Stich anschauen. Der hat mich sehr interessiert und eventuell, wenn ich richtig Bock habe, würde ich mir den Blissful in entweder in so Mini kaufen. Die kosten so um die 15 Euro, die großen kosten 30. Aber das sind sie. Okay, 30 Euro für einen Highlighter ist ein bisschen. Boots Shop hat gerade die ein bisschen im Angebot. Da kosten sie nur noch 40% weniger. Da kann man es sich anschauen. Aber so an sich, was, ja, was, klar, man, wenn man Bock hat, an Make-up etwas mehr zu investieren, kann ich sie euch empfehlen. Ansonsten schaut euch einfach im Drogeriebereich um. Also es ist jetzt nicht so, dass ich euch die empfehle und schmeißt euer Geld aus dem Fenster, sondern nee, ihr habt was davon. Ja, das ist auch reisefreundlich, ne? Mit dieser Schablone. Das finde ich echt toll. Falls doch irgendwas kaputt geht, dann landet es nicht gleich in der ganzen Palette, sondern ihr seid gut geschützt mit ihr. Und ja, ich liebe sie. Ich liebe sie jetzt schon. Wirklich. Sie hat einen ganz, ganz tollen Look gezaubert. Meine Brötchen sind fertig. Wir gehen jetzt frühstücken. Tauschen, Muttertag noch. Der Rest vom Fest. Ciao!